So sind die Italiener überhaupt gegen uns? So der Scheiß. Wieso zur Hölle ist Frankreich kommunistisch geworden? Ha, huh. Das ist ein bisschen problematisch mal wieder. Ja gut, Rumänien, viel Glück. Deutschland hat sich erledigt. Ja, und damit herzlich willkommen zu Hearts of Iron 4. Ja, ein neues Spiel für den YouTube-Channel, ein altes Spiel auf Steam. Ja, ich habe Hearts of Iron schon seit längerem jetzt nicht mehr gespielt. Es gab viele Updates, von denen ich nicht weiß. Also man könnte eigentlich sagen, ich gehe ein bisschen blind da rein. Auch damals, als ich es ein bisschen aktiver gespielt habe, war ich nicht ganz so ein krasser Profi, sag ich mal. Ja, also es wird wahrscheinlich sehr chaotisch. Wir starten 1936 als The German Reich. Und ja, wir spielen erstmal auf der einfachsten Schwierigkeit, weil ich muss erstmal wieder reinkommen. Echt das Spiel schon seit längerem nicht gespielt habe. Alles andere lassen wir aber so, wie es ist. Ich weiß, der erste Schritt ist erstmal die gesamte Armee unter eine Führung zu bringen. Dafür nehmen wir auch erstmal den Feldmarschall Gerd von Rundstedt. Und als Generäle nehmen wir erstmal den Erwin von Witzleben. Die Armee werden wir sowieso noch ein bisschen aufpushen. Nehmen wir erstmal den Feder von Bock. Und die können sich von mir aus hier an der polnischen Grenze erstmal aufstellen. Researchen. Basic Machine Tools ist wichtig. Construction ist wichtig. Und die Electronic. Und wie Deutschland das immer gemacht hat, wir wollen natürlich auf Panzer gehen. Ja, wobei, das kommt, glaube ich, auch später, oder? Ja, ich glaube, das kam erst nach der Tree. Unser National Focus kann, glaube ich, erstmal das Rheinland sein. Schon allein wegen der Political Power, die wir dadurch bekommen. So, dann brauchen wir noch ein paar Civilian Factories und natürlich Infrastructure. Erstmal sehr viel Kleinkram einstellen am Anfang. Wir wollen erstmal ein paar Infanterie Visions. Und jetzt müssen wir Resources. Da können wir gerne mal Siam ein paar anfragen. Italy moves to annex the Sultanate of Ossa. Okay. Italien macht mal so sein Kram. Wir wollen Justify War Goal gegen Danzig. Wir wollen dabei aber darauf achten, dass nicht die Alliierten mit in den Krieg kommen. Das wäre nämlich schlecht für uns. Wir holen uns erstmal Ruder aus Hess ran, weil wir dadurch einfach noch mehr Political Power Gain bekommen. Ein Army Command. Ja. Da wollen wir eigentlich ihn hier, weil Division Speed ist sehr wichtig. Organization ist auch nice, aber Speed. Wir wollen erstmal für den Speed gehen, deswegen wollen wir da jetzt noch nichts machen. Ich glaube, als nächstes nehmen wir hier den Martin Bordermann, weil wir dann einfach noch mehr Political Power Gain bekommen. Und danach gehen wir wahrscheinlich für Goebbels. Der hier könnte mal die polnische Grenze hier oben besetzen eigentlich. Dann gehen wir doch jetzt mal auf die Treaty with the... Ah, no, wobei noch nicht. Wir gehen erstmal auf den 4-Year-Plan. Als nächstes können wir mal einen Industrial-Konzern auswählen. Und da werden wir wahrscheinlich den Krupp-Konzern nehmen. Bald können wir nach Polen rein. Das heißt, unsere Truppen können schon mal das Ziel bekommen, hier lang zu gehen. Und diese genauso hier runter. Bis dahin sollte Polen eigentlich aufgegeben haben. Und bald können wir dann auf die Medium Panzer gehen. Außerdem können wir jetzt mit Polen in den Krieg ziehen. Declare War. Und ab geht's da rein. Vielleicht sollte ich auch noch die Flugzeuge kommandieren. Im Normalfall wäre es besser, auch mit Panzern da reinzurücken, weil dann haben die Polen einfach überhaupt keine Chance. Aber die haben wir jetzt halt gerade nicht. So, jetzt wollen wir die Medium Panzer erforschen. Ihr könnt mal gucken, dass ihr hier rein könnt. Ihr hier oben und ihr hier unten, weil die haben nämlich überhaupt keine Verstärkung mehr. Treibt sie aus dem Land raus. Otaki ist abgeschlossen. Geht's jetzt weiter mit den Hermann-Göring-Werken. Wir brauchen diese Zivilfabriken. Und wir können einen Theorist ernennen. Wir wollen auf jeden Fall die Mobile Warfare Doctrine. Wir sind hier auf Speed aus. Wir überrennen die Gegner. Und die Schlacht um Warschau ist auch gleich vorbei. Fall Warschaus, jetzt ist aus irgendeinem Grund Danzig die Hauptstadt. Und die haben wir auch gleich. Versucht mal die Hauptstadt, die neue, da einzunehmen. Und wir wollen einen Panzerdesigner. Wir wollen Mobile Tanks. Wir wollen Speed. Deswegen gehen wir auch auf die Medium Tanks. Und Polen hat aufgegeben. Ja, wir wollen ganz Polen. Und ja. Confirm and exit. Damit hat sich Deutschland schon ein bisschen erweitert. Als nächstes gehen wir auf die KDF-Wagen für mehr Civilian Factories. Ihr könnt euch inzwischen schon mal an der russischen Grenze versammeln. Da geht es nämlich gleich als nächstes rein. France invites us to the Non-Intervention Committee. Leon Blum has officially called for the formation of a Non-Intervention Committee
that is supposed to ensure no outside intervention is ongoing war in Spain. However, the draft proposal circulated with the message contains practically no robust methods of enforcing a non-intervention. Even if we agree not to intervene, a multitude of loopholes ensures that we would still be able to affect the war in Spain, should we so choose. Naja, von mir aus. Solange es uns noch ein bisschen auf die gute Seite von Frankreich stellt. Wie lange dauert es denn noch, bis wir die Medium Panzer haben? Noch 95 Tage. Na, denke ich mal, der extra Research Slot wäre ganz sinnvoll. So, die Panzerkampfwagen sind fertig. Ich würde sagen, dann researchen wir, weil wir bald den neuen Slot bekommen, auch direkt mal die nächsten, auch wenn das ein bisschen lange dauert. Und dann können wir schon mal Panzerdivisionen createn. Und wir wollen wahrscheinlich ein bisschen Artillerie. Ich weiß nicht, ob wir hier auch welche Motorized Artillerie hinzufügen, ja. Wobei, lassen wir das mal und fügen lieber noch ein paar Medium Tanks hinzu. Dann machen wir die Artillerie lieber in die normalen Infantry-Basen rein. Ansonsten werden jetzt erstmal die ganzen Panzer rausgehauen. Wir kommen auch unter einen neuen Kommandanten, zwar auch den Erwin Rommel. Der kann sich genauso gut hier an die Grenze stellen. Okay, da drüben in Asien geht es jetzt anscheinend ganz schön ab. Sollen die mal machen? Hat nichts mit mir zu tun. Ich bin dafür da, dass es in Europa abgeht. Aber was ist denn jetzt in Russland passiert? Die Sowjetunion hat gegen sich selber Krieg erklärt. Okay, das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um die ein bisschen ranzunehmen. Weil wenn die sich jetzt selber da gerade schwächen, warum nicht? Schweden liefert nicht so gut die Sachen. Dann nehmen wir mal von Portugal lieber ein bisschen was. Die Union of Soviet Republics macht der Sowjetunion irgendwie ganz schöne Probleme. Wir sind in der War Economy drin, das heißt, jetzt kann es einen kleinen Anschluss geben. Weil wir jetzt auch genug Mannstärke haben. Und wir wollen natürlich mehr Panzer herstellen. Dafür brauchen wir noch mehr Tanksten. Jetzt hier auch ganz schön ausgebreitet hier. Überall sind so vereinzelte Dinger. Lasst ihr euch von denen echt schlagen? Bin ich gegen die auch in War Goal justifyen? Kommt mir nämlich ein bisschen in den Weg. Ich führe von mir aus auch gegen euch beide gerne Krieg. Das ist gar kein Problem. Der Anschluss wurde durchzogen, aber die wollten sich uns nicht anschließen. Habe ich das richtig verstanden? Das ist natürlich schade. Die Österreicher, ey. The Italians stand against us. Their heads are getting too big, yes. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte nicht in den Krieg mit den Alliierten, aber ich hätte mir das vielleicht mal besser durchlesen sollen. Ja gut, ich glaube, Russland hat sich erstmal erledigt. So sind die Italiener überhaupt gegen uns? Soll der Scheiß. Hier halt die französische Grenze. Rommel kümmert sich um die. Und ihr geht mal mit hier an die Grenze. Probieren wir erstmal Österreich einzunehmen. Rommel, renne einfach mal rein mit deinen Panzern. Solltest du da eigentlich durchkommen. Hoffentlich. Auch vor England jetzt ein bisschen Schiss. Sollte ich unsere Naval vielleicht mal echt hier zum Verteidigen hinschicken? Ist doch scheiße schon gegen so viele Alliierte anzutreten. Ja, das ist schön, dass die Justification jetzt fertig ist. Ich habe aber gerade andere Probleme. Ihr könntet ja eigentlich mal versuchen, nach Paris durchzukommen, aber ich glaube nicht, dass ihr da durch Frankreich durchkommt. Warte, ich brauche Flugzeuge. Wo sind meine Flugzeuge? Oh shit, warum haben die jetzt unsere Division abschneiden können? Wie geht das denn? Ich weiß auch nicht, was die da gerade machen. Warum ist hier keiner, der das beschützt? Ihr seid so viele Leute. Was ist euer Plan? Wieso lasst ihr die da einfach durchrennen? Ja, wir haben gerade alle Divisionen hier verloren. Wow. Okay, neuer Plan. Dass ich das jetzt eh hier zu einer Grenze geschlossen habe, könnt ihr euch auch mal ordentlich verteilen. Wenn ihr es denn schafft. Ihr lasst euch einfach überrennen. Ich sage, ich bin nicht mehr in der besten Lage für Hearts of Iron. Ja, das ist lost. Die überrennen mich ja hier und meine Jungs, die kriegen es nicht gebacken, da schnell genug hinterher zu kommen. Ich weiß nicht, warum ihr die hier durchpushen lasst. Ihr lasst euch halt einfach überrennen. Also Vollidioten. Versucht die mal wieder zurückzudrängen hier. Zumindest bis zu der Grenze. Weißt du, hier ist überhaupt keiner. Und die geben sich auch keine Mühe, da überhaupt hinzukommen. Die lassen sie hier einfach durchrennen. Warum nicht? The Fall of Berlin. Ja, natürlich ist das ein Desaster. What the fuck soll der ganze Scheiß überhaupt? Können wir direkt nochmal von vorne starten. Gleiche Strategie, nur diesmal schließt sich uns Österreich vielleicht an. Ihr da schnappt euch mal die. Fahrt auch gerne mit dem Panzer von hier da rein. Und ihr schnappt euch die Kavalleries hier. Überhaupt keine Verstärkung. Warschau ist gefallen. Danzig wird als nächstes fallen. Und damit geht Polen auch direkt auf. Und damit gehört Polen jetzt zu Deutschland. Stellen diese Truppen hier mal an die Grenzen von Österreich und diese an die Grenzen von Russland. Außerdem wollen wir hier ein bisschen mehr Infrastruktur haben um Russland herum.
Vielleicht entschließt sich Österreich ja diesmal, sich uns anzuschließen, wenn so ein paar Truppen vor ihren Grenzen stehen. So, Anschluss ist vollzogen. Wie entschließt sich Österreich? Ah, diesmal schließen sie sich uns an. Ist ja wunderschön. Jetzt müssen wir weiter handeln. Tungsten mit Portugal wieder am besten. In Spanien hat leider nicht die nationalistische Seite gewonnen, aber das macht nichts. In Asien geht gerade wieder die Party ab. Und wir können jetzt schon mal langsam, glaube ich, anfangen, Russland den Krieg zu erklären. Und mehr Panzer bauen. Wir brauchen dafür noch mehr Tanks, denn Portugal! Machen wir erstmal Army Innovations 2. Brauchen noch mehr Tanks, denn Portugal! Wir können niemals genug Tanksten haben. Russland hat auch schon ganz schön viele Leute hier herumstehen, aber nicht so viele Panzer. So, wir brauchen jetzt auch nicht mehr so viel Political Power. Das heißt, wir können das mal umändern, dass mehr Infrastruktur gebaut wird schneller. Wie sieht's aus? Wann können wir Russland angreifen? Ja, in ein paar Tagen, aber wieso zur Hölle ist Frankreich kommunistisch geworden? Huh. Das ist ein bisschen problematisch mal wieder. Ich weiß echt nicht, wie ich in Frankreich am besten vorgehen soll mit Panzern. Problem ist halt, dass die auch schon verbündet sind. Ich glaube, die Alliierten würden es nicht so toll finden, wenn ich jetzt Belgien und Holland angreife. Aber hier komme ich, glaube ich, nicht drum herum. Aber das, was wir mal probieren könnten, wäre... Dafür haben wir zu wenig Männer gerade. Wann ist das passiert? Wann ist Frankreich kommunistisch geworden? Und schließen sie sich auch noch Russland an. So ein Dreck. Was ist denn, wenn ich jetzt Krieg gegen Belgien erkläre? Dauert 245 Tage. Das dauert etwas sehr lange. Probier einfach mal Folgendes. Wir ziehen ihn einfach mal ab. Setzen ihn unter ein extra Kommando. Ein Kommando ist es, hier an die Grenze zu gehen. Ich weiß, es ist gerade scheiße, weil die nicht so viele Sachen haben, aber wir brauchen mehr Leute an der russischen Grenze. Das heißt, die müssen eigentlich nur die französische Grenze halten. Und ihr müsst irgendwie dann gleich versuchen, in Russland reinzugehen. Sobald die fertig mit dem Plan sind, geht's auch los. Okay, die sind anscheinend fertig. So, die sind mit im Krieg, aber die brauchen ja nur die Line hier zu halten. Wie schnell sind die denn da bitte schon reingekommen? Franzosen und Deutschen an der Grenze lassen sich auch relativ in Ruhe. Portugal kommt jetzt mit den Lieferungen nicht mehr so ganz hinterher. Jetzt sind die schon wieder hier drin gelandet. Sind wir da in der Nähe von Hamburg. Dann müssen wir die hier einmal splitten. Versucht ihr das mal da zu halten. Das ist ja nervig. Vor allem rennen die auch so schnell durch. Warum können die eigentlich immer so schnell rennen? Ich verstehe es nicht. Ich hasse solche Naval Invasions, die sind immer richtig behindert. Wenn man sie selber versucht, funktionieren sie nie. Aber die Gegner, die können automatisch immer durchrennen. Und 20 Millionen Einheiten gleichzeitig, ey. Ich meine, wir rücken ja ein bisschen in das Land vor. Aber nicht so schnell, wie ich es gerne hätte. Außerdem drängen die uns an anderen Ecken auch zurück. Der Vorteil ist, der Krieg läuft für uns genauso scheiße wie für die Sowjets. Wenn man die Verluste der Franzosen mit einberechnet, sogar noch schlimmer. Wir haben so viele grüne Zahlen, aber keine guten Erfolge zu verbuchen in Russland. Wir können hier mal probieren, auch wenn das wahrscheinlich nicht passieren wird, ob wir eventuell hier durchkommen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber wer weiß. Und irgendwie drängen uns die Russen jetzt immer mehr zurück. Was passiert hier? Rumänien, gerne, komm dazu. Auf geht's, wir gehen jetzt in den Krieg. Mal sehen, ob du die jetzt von unten wegbashen kannst. Das wäre huge, dann können wir da unten nämlich auch stoppen, die anzugreifen. Was ist hier denn passiert? Das könnt ihr doch nicht einfach so machen ohne Ankündigung. Sekunde mal kurz. Da muss die Grenze ein bisschen erweitert werden. Kann ich vielleicht auch den Allies beitreten? Rumänien ist jetzt irgendwie auch nicht so eine große Hilfe gegen die Sowjetunion. Wie erhofft. Ich dachte, die könnten hier von unten einfach so ein bisschen durchrennen. Wir brauchen mehr War Support. Rumänien, mach mal irgendwas. Fällt hier schon alle auf. Gut, ich kann. Ich glaube, das hat sich hier in Frankreich so ziemlich erledigt gerade. Flankiert sich von drei Seiten. The Liberation of Warsaw, das bezweifle ich. Nicht, dass das eine Liberation ist, wenn die Russen da reinkommen. Warum will keiner in unsere Faction rein? Was ist mit Japan? Die wollen auch nicht, die haben ganz andere Probleme. Die rennen gerade hier ein bisschen durch. Und ich kann sie nicht aufhalten. Das hat sich mit Deutschland jetzt gerade ein bisschen erledigt. Rumänien hat hier so viele mehr Leute rumstehen. Die schaffen es aber nicht, hier durchzukommen. Doch lächerlich. Ja gut, Rumänien, viel Glück. Deutschland hat sich erledigt. Ich wundere überhaupt, dass Deutschland noch nicht aufgegeben hat. Das kann auch nicht mehr lange dauern. Das war's. Was habt ihr mit Deutschland gemacht? Warum gehört Österreich jetzt überhaupt der Sowjetunion? Naja gut, machen wir Pause. Ich glaube,
Ja, daran merkt man, dass ich strategisch nicht ganz so viel auf dem Kasten habe. Und ich mir wahrscheinlich erstmal noch ein paar Tutorials angucken muss, wie überhaupt hier alles abgeht. Das war früher sowieso ein bisschen anders. Ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer fürs Reinschalten. Wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht. Und dann bis zum nächsten Mal bei Hearts of Iron. Bye, bye.